In den Waschmittellaboren von Henkel stehen 600 Waschmaschinen aus aller Welt. Zweimal pro Tag werden in diesen Maschinen Testwaschungen mit internationaler Mode durchgeführt. Denn ähnlich wie bei den Flecken sind auch die Kleidungsgewohnheiten auf der Welt sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund stehen Taschen mit landestypischer Testwäsche bereit. Wie sich diese zusammensetzt, weiß Arndt Scheidgen. Die typische Wäschezusammensetzung in den einzelnen Ländern haben wir aus Marktforschungserhebungen und natürlich auch aus sogenannten Home-Visits, ja, Hausbesuchen unserer Mitarbeiter bei Kunden. Und daraus stellen wir ein Bild zusammen, also aus diesen Textilien, aus diesen Farben, aus diesen Fasern besteht die Wäsche. Und dann haben wir einen guten Anhaltspunkt, welche Zusammensetzung dann die Waschmittel für die Region haben müssen. Ja, wir haben zum Beispiel im arabischen Raum haben wir die Tatsache einfach, dass die Männer sehr häufig weiß tragen, ja, ein weißes Obergewand, während die Frauen schwarze Abayas tragen. Und so hat der Trend der Schwarzwaschmittel zum Beispiel, die gerade erst in Europa aufkommen, seinen Ursprung eigentlich auf der arabischen Halbinsel, wo wir mit Schwarzwaschmitteln zuerst gestartet sind. Bei 600 Maschinen und etwa 1200 Wäscheladungen pro Tag bleibt doch eigentlich nur eine Frage offen. Hier stehen 600 Waschmaschinen, die, wie ich eben erfahren habe, zweimal am Tag laufen. Wer hängt die ganze Wäsche auf? Ja, die Wäsche kommt hauptsächlich in Trockner, damit sie schnell wieder trocken ist und für die nächsten Waschversuche zur Verfügung steht. Manchmal hängen wir die Wäsche auf, wenn zum Beispiel der Weichgriff, ja, wenn wir Weichspüler testen und der Weichgriff dann von Textilien getestet wird. Aber in den meisten Fällen kommt die Wäsche einfach wieder in den Trockner.